Don't you know that I would, cause I'm just loving this moment. Can we stay here for? I'm walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care, cause I am on my way up. And I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop, it is my time. Wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Wir starten in den Tag. Die Liana und der Papa waren gerade schon wieder auf der Parkstation. Na, wir haben schon wieder Päckchen bekommen und die wollen wir natürlich gleich auspacken, oder? Machen wir jetzt. Wow, was ist das? Tee! Relax, enjoy! Das zeigen wir euch mal ausführlicher, wenn wir das ausgetestet haben. Das sind nämlich ganz neue Teesorten und da hat mich jemand ganz lieb angeschrieben, die gerade mit dem starten. Und das hört sich so toll an und da wollte ich da unbedingt dabei sein und das ein bisschen unterstützen. Aber ja, das zeige ich euch wann anders, ein bisschen ausführlicher. Päckchen Nummer 2. Hier vorne, schau, kannst du aufmachen. Ja. Mhm. Oh. Was ist denn da drin? Kleider. Kleider für... Oh, und noch mehr. Paw Patrol. Das ist ein Päckchen von der lieben Nadja. Die schickt uns ganz oft was. Wow, ein Paw Patrol Puzzle. Da sind sie unter Wasser. Stimmt's? Mhm. Wer ist das? Martin, Chase und Robert. Oh, ist das toll. Und hier sind wieder Bücher. Auch die Nadja, die ist immer so eine Liebe. Findet Nemo. Weißt du noch der Film, Liana? Vor dem hatten wir ein bisschen Angst, ne? Aber ich glaube, das Buch ist bestimmt ganz süß. Müssen wir mal lesen. Die Fischschule. Der kleine Eisbär. Oh, das kenne ich aus meiner Kindheit. Das ist auch ein ganz schönes Buch. Benjamin Blümchen. Weißt du noch, der Elefant bei der Feuerwehr? Macht ja nix oder das kann jedem mal passieren. Oh, das sind schöne Bücher. Emmas tolle Idee. Die Biene Maya und das große Pollensammeln. Biene Maya. Im Wald Wissen und Rätseln. Oh, das ist für Mama. Detox für die Seele. Meditationen, Anleitungen und mehr. 100 Wege zur Achtsamkeit. Wow. Jetzt ist der kleine Ben wach geworden. Deswegen haben wir ihn erstmal runtergeholt. Jetzt ist er auch hier im Spielzimmer. Also, die Nadja hat ganz tolle Bücher gefunden. Nadja, vielen, vielen Dank. Das ist wirklich total toll für mich. 100 Wege zur Achtsamkeit, Detox für die Seele, Meditationen, Anleitungen und mehr. Dann Glücksmomente, auch mit Meditation und Anleitung. Zeit für mich, also das ist eine Reihe und da gibt es mehrere Dinge, gelassen zum Glück. Also vielen, vielen Dank für so tolle Bücher, für die Kinder, die habe ich vorher schon gezeigt, eure Bücher, mein Schatz. Für die Kinder... Und für uns und für die Kleider, du bist so toll, unsere treue Nadja. Dankeschön. Eigentlich war der Plan, dass Papi und Liana auf den Spielplatz gehen, Ben schläft und Mami ganz viel macht. Das ist jetzt schon wieder rum. Ich habe Liana und Papi zur Parkstation geschickt und ihre Pläne durchkreuzt, weil ich gedacht habe, die fahren da jetzt schnell hin, holen das Päckchen und dann gehen sie los auf den Spielplatz. Jetzt ist aber schon wieder Benchen wach und es ist schon wieder 12 Uhr. Papi verpackt gerade die Swing to Sleep, die wir wieder zurückschicken. Die war ja nur geliehen. Und dann haben wir gerade gefragt, ob der Papi Lust hat, uns Borscht zu kochen. Heute ist so ein richtig komisches Wetter irgendwie. Es hat die ganze Nacht richtig stark geregnet. Und heute ist so, ja, einfach noch keine Sonne da, bewölkt. Soja? Nee.
Und so ein richtiges Suppenwetter. Kennt ihr das? Wenn es draußen so kalt ist und man drinnen einfach sich alles gemütlich macht, Suppe isst, vielleicht nachher einen schönen Film schaut. Wir wollen noch Plätzchen backen. Wir haben nämlich ein ganz tolles Buch bekommen. Einen Film machen wir nachher auch. Paw Patrol, dann wieder? Ja. Vielleicht mal einen neuen Film. Nein, Paw Patrol. Paw Patrol. Ein ganz tolles Plätzchenbuch bekommen von Breifrei Baby mit zuckerfreien Plätzchen. Da würde ich nachher gerne was draus kochen, backen. Da müssten wir dann aber zum Bioladen, weil wir nicht alles da haben. Also mal schauen. Wir möchten heute einfach... Liana will die normalen Butterplätzchen. Ja, aber für Bändchen müssen wir auch was backen. Weil Bändchen darf die normalen Butterplätzchen nicht, da ist Zucker drin. Na? Also würde ich gerne für Bändchen andere backen. Und da haben wir, ich zeig's euch schnell. Dieses tolle Buch, Weihnachtsplätzchen zuckerfrei. Das sind die gleichen Autorinnen wie das Breifrei-Baby-Buch. Also Breifrei-Baby, die Lena und die Anina. Und ja, ich habe schon ganz vielen von denen gekocht und für die Kinder gemacht. Und jetzt haben sie ein ganz neues Buch auf den Markt gebracht. Blätterteig Tannenbaum mit Cranberries. Schaut mal, wie schön das aussieht. Und dann gibt es eben Zimtschnecken mit Chai-Frosting. Oh Gott, hört sich das gut an. Dann gibt es eben auch ganz viele Plätzchen, die der Ben schon essen konnte. Ich habe schon zwei gesehen. Ah, die habe ich schon überlegt. Die sehen auch super lecker aus. Tahin-Cookies. Oder aber erstmal mit vegane Lebkuchenschnitten, wäre auch was für Ben. Ich wollte aber mal so ganz basic anfangen. Entweder hier Nussgipfel oder Mini-Stollen, sehen auch super lecker aus. Aber eigentlich wollte ich diese mit Frucht machen. Die da. Ausstecher mit Fruchtfüllung. Paw Patrol! Paw Patrol! Dein Paw Patrol Puzzle. Möchtest du es machen, das Puzzle? Ja. Ja, also mal schauen, ob wir für Bändchen, also wir müssen irgendwas auch für Bändchen machen. Oh, das ist aber auch cool, ne? Okay, mein Schatz, darfst du nachher schauen. Also mal schauen, ob wir heute noch das schaffen, auch die Zutaten zu besorgen. Aber das ist ein ganz tolles Buch, wo wir definitiv was draus backen werden in der Weihnachtszeit. Habe ich natürlich das Thema Plätzchen angesprochen. Jetzt war es zu spät. Jetzt müssen wir Lianas Plätzchen backen. Jetzt machen wir erstmal für die Liana die ganz normalen, die schnellen, ein einfacher Mürbeteig. Dann kann sie, Bändchen, vorsichtig. Dann kann sie nämlich ausstechen, während ich dann mich um die Gewürzpaste kümmere. Die müssen wir nämlich noch für den Borsch machen, den dann danach André macht. Also, Mürbeteig, Gewürzpaste, Borsch. Wahrscheinlich essen wir wieder um 17 Uhr. Ein ganz einfaches Rezept. Jetzt haben wir erstmal 100 Gramm Zucker zu Puderzucker werden lassen. Und jetzt kommt die Butter rein, mein Schatz. Butter? Mhm. 200 Gramm Butter kommt jetzt zum Puderzucker. 370 Gramm Mehl kommen jetzt rein. Dann macht Liana noch ein Ei dazu. Sehr gut. Machen wir die Schale noch raus. Genau. Eine Prise Salz. Sehr gut. 1,5 Teelöffel Vanillezucker. Der Teig ist fertig und das Wichtigste ist jetzt natürlich, dass die Backmeisterin den Teig probiert. Stimmt's? Die Backmeisterin muss jetzt probieren, ist mein Teig gut geworden? Mmh, ist er? Sehr gut. Brr, brr. Teig in der Frischhaltefolie und jetzt muss er eine Stunde ruhen. Der Teig jetzt ruht, werde ich schnell die Gewürzpaste machen. André war kurz einkaufen. Wir machen den Borsch nämlich immer mit einer Gewürzpaste aus dem Thermomix. Und dann hat man einfach noch richtig tolle Gemüsebrühe und schmeckt sehr, sehr lecker. Ich nehme euch jetzt mal mit. Ich glaube, ich habe es schon mal getan. Aber das ist einfach die beste Gewürzpaste. Die kann man definitiv auch ohne Thermomix machen. Ich mache euch das Rezept mal in die Infobox. Die schmeckt sehr lecker. Ich zeige euch jetzt mal, was André mitgebracht hat. Braucht 6 verschiedene Kräuter. Leider sind unsere Kräuter im Garten jetzt nicht mehr da. Deswegen, ja, nehmen wir verschiedene. Rosmarin mache ich nicht so gerne rein, weil ich Rosmarin nicht so gerne mag. Die werde ich aufheben, vielleicht für ein Fleischgericht. Ich mache rein Petersilie, Oregano, Schnittlauch, Liebstöckel und Dill. Dann ist das... Ach so, das hat André wahrscheinlich einfach nur so mitgenommen, in Käse. Parmesan kommt rein,
Und für Borsch brauchen wir rote Beete. Champignons kommen in die Gewürzpaste, Tomaten, Staudensellerie und Karotten. Ja, ich zeige euch nachher, was noch reinkommt. Sauerrahm für den Borsch, Kartoffeln für den Borsch, zweimal Butter, falls wir noch Plätzchen backen. Und ein Brot, was wir auch natürlich dann zur Suppe gerne essen. Und Backpapier für die Plätzchen nachher. Genau, das war der Einkauf und jetzt machen wir Gewürzpaste. From this lucky day, yeah, I am on my way up. I won't slow down. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. I'm strolling down the street with all of my favorite songs on repeat. I'm dancing through. Everything's about to come my way. And I don't care if you spill coffee on me or if the sky is gray or blue. No, I don't care cause I am on my way. Die Gewürzpaste ist jetzt fast fertig. André fängt schon mal an mit den Vorbereitungen für unseren Borsch. Und für Bändchen mache ich noch eine Kürbissuppe. Dann mache ich einfach Kürbis, Kartoffeln und Wasser und ein paar Kräuter. Wow! Und jetzt, pass auf, jetzt kommt der Parmesan rein. Guck, Käse. Papi übernimmt in der Küche und ich gehe ins Spielzimmer. Wer ist das, Ben? Wer ist das? Nee, das ist kein Wauwau, Schatz. Das ist ein Waschbär. Wauwau, sagt er immer, ne? Das ist doch Walter, der Waschbär, Ben. Hast du einen Einsatz? Ja. Okay, dann schnell, alle in eure Fahrzeuge. Aber Zuma. Oh nein, Zumas Schiff ist weg. Wer hat es geklaut? Vielleicht Sid, der Pirat. Los, wir müssen Zumas Schiff finden. Schnell, Paw Patrol. Zuma, vielleicht kannst du mit Marshall mitfahren. Ja. Los, dann geh zu Marshall und dann suchen wir dein Boot. Schnell, Paw Patrol. Vielleicht hat Pirat Sid es geklaut. André hat gekocht. Also, ne, ich kann mich nicht mehr beschweren über die Hilfe meines Mannes. Ist gerade so... Nie wieder darfst du dich beschweren. Nie wieder. Okay. Wenn es so bleibt, gerne. Nein. Bei uns geht's hier voll ab gerade. Schon wieder Feuerwehr, Liana, guck. Das vierte oder fünfte Feuerwehrauto. Oh, jetzt ist der Notarzt. Zwei Notärzte. Oh, oh. Notarzt kommt jetzt noch. Also, Papi hat lecker Borsch. Nee, man sieht's nicht, mein Schatz. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Irgendwo hinten bei uns in der Straße. Papi hat leckeren Borsch gekocht. Mami hat Kürbissuppe gekocht für Ben. Das ist einfach Kürbis, Kartoffel, Wasser und Kräuter. Also keine Kräuter mit Salz, sondern einfach nur so getrocknete italienische Kräuter. Und Lianchen hat immer die Brühe vom Borsch, oder spiegelt sich unsere Lampe drin, mit Backerbsen. Und Ben hat Hunger. Wir müssen jetzt anfangen. Jetzt gibt es hier lecker Kürbissuppe für Ben und er mag es total gerne. Und hat noch eine Gurke in der Hand, ne? Jetzt darf der Ben alleine essen, jetzt hat es die richtige Temperatur. Benchen ist fertig, der hat so semi-gut gegessen. Übrigens hatte André die chlorreiche Idee, das hatten wir schon in der alten Wohnung, diese Matte da drunter zu legen von Ikea, weil der Ben ja immer alleine ist und deswegen viel verschmiert. Er hat sehr gut gegessen, die wollte jetzt in die Badewanne, weil ich habe gerade Ben gebadet, weil der natürlich entsprechend aussah. Und wir haben eine neue Badematte, zeige ich euch auch gleich. Und ja, Ben ist gebadet und Liana wollte jetzt auch rein, das heißt, die sitzt jetzt oben. Papi ist fertig und Mami hat natürlich noch nichts gegessen. Ich werde jetzt gleich was essen. Aber Papa geht jetzt zu Liana hoch und ich probiere mit Ben auf dem Schoß zu essen. Paw Patrol. Es ist wieder Zeit für eine Runde Paw Patrol. Ich werde jetzt den Tisch abräumen, die Küche aufräumen und alles fürs Plätzchenbacken richten. Papi ist mit Mia los. Benchen macht seinen Mittagsschlaf und Liana schaut jetzt eine Folge, bis ich alles aufgeräumt und gerichtet habe. Und dann geht's ins Plätzchenbacken.
Also Bens Plätzchen schaffe ich heute nicht mehr. Aber wenigstens die für Liana und uns. So, ein bisschen Küchenchaos steht jetzt an für mich. Ich habe gerade schon hier unten alles für das Plätzchenbacken gleich gerichtet, weil wenn Ben wieder wach ist, ist es besser. Ja, Schatz, gleich geht's los. Ich mache die Küche und dann fangen wir an. Wenn Benji nämlich nachher aufwacht, ist es leichter, da unten die Plätzchen zu backen, weil er da im Wohnzimmer dann spielen kann. Ich hatte übrigens neulich, als wir im Möbelhaus waren, mit André die Riesendiskussion, ob ich einen Teppich für die Kinder kaufe, fürs Wohnzimmer. Ja, Schatz, wir backen jetzt gleich die Plätzchen, die darfst du dann essen. Ob wir einen Teppich für das Wohnzimmer brauchen? Dadurch, dass wir einen Hund haben, haben wir keinen Teppich im Wohnzimmer liegen. Aber ich wünsche mir so einen Teppich, den ich ausrollen kann und zusammenrollen kann, wenn Bändchen spielt. Wir haben ja jetzt diesen Staubsaugerroboter. Oh Gott, Leute, Gold wert. Jeden Cent wert, dieser Staubsaugerroboter. Wir programmieren den und der fährt durch, bevor wir runterkommen und alle Hundehaare sind weg. Der ist echt mega. Und weil es jetzt sauber ist, immer morgens, kann ich halt gleich mit Ben frühstücken. Ich kann den Ben, wenn er keinen Bock mehr hat, in sein Stühlchen zu sitzen, auf dem Boden sitzen. Das hört sich jetzt vielleicht für die meisten so an wie, ist das irgendwie eine Überraschung? Bei uns schon, weil die Mia extrem viel Haare verliert und ich nie wollte, dass er am Boden krabbelt, weil man halt erst durchsaugen muss. Und da das jetzt unser Staubsaugerroboter macht, während wir noch schlafen, kann der Ben halt immer gleich runter. Und dann wünsche ich mir, in der Mitte von unserem Wohnzimmer, wo die Kinder immer spielen, die Eisenbahn aufbauen oder eben ne, in der Nähe vom Esstisch, ein Teppich, wo der Ben dann drauf sitzen kann. André sagt, das ist total unnötig und wir brauchen das nicht wegen Mia, aber ich möchte den haben und den immer wieder wegtun halt, ne, wenn die dann spielen. Und gespielt haben, den wieder wegtun, weil wenn ich ihn nicht wegtue, legt sich Mia drauf. Und dann ist der ganze Teppich also voller Haare. Und ne, dann haben wir wieder das gleiche Problem. Deshalb waren wir uns da so ein bisschen unschlüssig. Also ich verstehe Andres Position auch und er hatte auch recht. Aber ich glaube, dass ich das schon kann, dass ich den Teppich immer wieder einrolle. Oder wenn eine Eisenbahn aufgebaut ist auf dem Teppich, dann legt sich Mia auch nicht drauf. Und ich habe einen ganz tollen gesehen, eben in diesem Möbelgeschäft, nicht im schwedischen, im anderen. Und der hat nur 50 Euro gekostet, war ein schönes Motiv, ein ganz dünner Teppich. Und da hatten wir die Diskussion, brauchen wir den oder nicht. André hat gewonnen und ich habe nachgegeben, wir haben ihn nicht gekauft. Und jetzt jeden Tag denke ich an diesen Teppich. Und heute Morgen habe ich zu ihm gesagt, ha, hätten wir jetzt den Teppich, könnten wir jetzt da Bändchen draufsetzen. Bändchen wird da wahrscheinlich nicht lange draufsitzen, der krabbelt extrem viel rum, darf er ja auch. Aber ich hätte gerne so einen Platz im Wohnzimmer, wo sie es halt machen können. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn wir das nächste Mal in Freiburg sind, werde ich den Teppich holen. Warum habe ich das jetzt erzählt? Ah, weil Ben im Wohnzimmer spielen kann gleich und wir Plätzchen backen. So, jetzt räume ich die Küche auf, weil Lianchen möchte anfangen mit Plätzchen. You close, maybe hold your hand a little while. Somehow I know you're gonna be the girl that I'll end up calling my own. We ride around in style, sleeves rolled up, glasses on. So, meine Lieben, im gelben Licht geht's jetzt weiter. Es tut mir leid, bald ändert sich das. Jetzt packen wir unseren Teig aus. Genau, mein Schatz, schau mal, hier kannst du aufmachen. Und dann werden wir den auswälzen und leckere Plätzchen draus machen. Mmh, Bändchen schläft noch. Mal gucken, wie lange. Jetzt machen wir erst wieder Mehl auf die Arbeitsfläche, mein Schatz. Auf die Arbeitsfläche und auf das Nudelholz. Nudelholz? Ja, lustig, oder? Das heißt Nudelholz, weil früher hat man Nudeln auch immer selber gemacht. Und dann gab das auch so einen Teig. Und das hat man mit dem glatt gemacht. Und deswegen heißt das Nudelholz. Obwohl unseres nicht aus Holz ist und auch nicht für Nudeln. Ich glaube, das reicht, mein Schatz. Noch ein bisschen. Okay. So. Super. Jetzt machen wir das unter den Teig so ein bisschen. Schieben wir ein bisschen drunter, genau. Wieder so. Mhm, sehr gut. Ein bisschen aus Nudelholz. Super machst du das. Nudelholz, du jetzt. Boah, jetzt ist er richtig hart. Jetzt müssen wir gleich gut wälzen. Let's go outside.
out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Die absolute Profi-Bäckerin, ihr Lieben. Liana macht das mit so viel Leidenschaft und so viel Geduld und so toll. Das werden ganz tolle Plätzchen. Hier haben wir die mit Marmelade und hier hat Liana schon ganz viele mit Zuckerstreuseln gemacht. Ganz akkurat, ganz langsam, echt super toll. Mama, das war letztes Jahr noch anders. Du machst das toll. Einen Ring holst du dir? Mhm. Oben ist jetzt das bessere Licht, da zeige ich es euch nochmal richtig. Schaut mal, wie wunderschön die geworden sind. Die kommen jetzt in den Ofen bei 180 Grad. So toll hast du das gemacht. Streuselchen. 180 Grad, wir machen sie jetzt mal so 10 Minuten rein. Meine Lieben, jetzt sind mehrere Stunden vergangen. Wir haben so toll Plätzchen gebacken, Liantin und ich. Und Ben hat so lange geschlafen. Jetzt sind wir im Spielzimmer schon eine Weile. André ist jetzt gerade Sushi holen gegangen, weil Marina und Chris noch mal ein bisschen zu uns kommen. Die waren ja schon gestern da. Oh, ist schon dunkel, ne? Wir kommen im Dunkeln, weil wir wollen... Ja, die sehen was, Schatz. Es sind überall Laternen an und Lampen, weißt du? André ist jetzt gerade los und holt Sushi. Da muss man bei uns ein ganzes Stück weit fahren, weil richtig gutes Sushi gibt es erst in La. Und ja, das ist so eine 20-Minuten-Fahrt. Das ist jetzt nicht weit weg, aber trotzdem ist es blöd, dass die nicht liefern oder dass es nicht in der Nähe gibt. Sushi auch. Und Papa liebt Sushi. Und Papa liebt Sushi. Mhm. Ganz, ganz arg. Ganz arg. Stimmt. Mhm. Und für Liantin haben wir eine Nudelsuppe mit Tofu bestellt. Ja! Und die Liana freut sich. Und Süßkartoffelpommes. Freut sie sich schon drauf. Ja, und dann werden wir einfach, wir zeigen euch noch das Essen gleich. Und dann werden wir einfach einen gemütlichen Abend machen. Ich glaube, die Kinder werden sehr lange dabei sein heute, weil Ben hat ewig geschlafen vorher. Und Liana ist auch nie ins Bett zu bekommen. Ben will gar nicht schlafen. Ich glaube auch nicht. Ich auch nicht. Und du auch nicht. Und Ben will wieder in Mama reinschlupfen. Ben hat wieder Gebärmutterheimweh. Ne, Benchen? Es geht nicht näher wie an die Mama dran. Ich habe immer das Gefühl, dass er noch irgendwie noch mehr rein möchte. Ne, Süßer? Ben kann jetzt Wauwau sagen. Ben sagt jetzt Mama, Papa, Wauwau. So, wir warten auf Papi und zeigen euch dann das leckere Essen. Grüß mal. Sushi? Sushi? You have to go to Japan sometime. Especially not. Sushi ist das da, schau. Das alles ist Sushi. Du darfst gleich mal probieren, wenn du möchtest. So, meine Lieben. Ich habe gerade die Kinder ins Bett gebracht. Und Chris und Marina sind weg. Ich dachte eigentlich, wenn die Kinder im Bett sind, machen wir uns einen schönen Abend. Aber ich glaube, wir waren denen zu langweilig. Die sind irgendwie um 7:30 oder 8 gekommen. Wir haben zusammen Sushi gegessen, es war total lecker. Und dann war ich mit den Kindern im Spielzimmer. Am Anfang war Marina so ein bisschen dabei. Und dann ist sie irgendwie auch zu den Männern gesessen. Und dann habe ich die Kinder ins Bett gebracht und habe gedacht, so, jetzt beginnt der schöne Freundeabend. Und dann komme ich runter und die sind weg. Und dann sage ich zu André, hä? Wo sind die? Und dann meint er so, oh, ich glaube, die waren müde. Also irgendwie bin ich jetzt voll enttäuscht. Ich habe gedacht, ich habe jetzt endlich mal wieder so einen Freundeabend, wenn die Kinder schlafen. Aber unsere Freunde wollten, glaube ich, nicht so wirklich. Schatz, hast du sie verkrault? Mhm. Was hast du gemacht? Ich habe gesagt, ja, das ist böse. Sie macht euch alle... Okay. Also ja, gut. Dann werde ich jetzt ans Video schneiden gehen und mit dem da einen schönen Abend verbringen, oder Schatz? Mit dem da? Mit dem da. Also ja, es ist auch schon wieder 10:30, deswegen ne, ist es jetzt nicht so tragisch. Müde bin ich sowieso,
Video schneiden muss ich auch. Vielleicht können wir noch ein bisschen Two and a Half Men schauen. Das schaut nämlich André seit Tagen. Und ich höre es immer, wenn ich die Kinder ins Bett bringen gehe oder Vlog schneide und denke, so, jetzt, wenn der Vlog fertig ist, gehe ich runter und schaue Two and a Half Men. Und drei oder vier Nächte bin ich runtergekommen. Es war stockdunkel. André lag schon im Bett. Nichts mit Two and a Half Men. Weil ich halt so lange am Computer immer mache. Aber ja, vielleicht klappt es ja heute. Ihr Lieben, von euch verabschiede ich mich und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder dabei seid. Bis ganz bald. Ciao.